It's Anya time. Hallo zusammen, da wären wir wieder zur nächsten Anja-Time. Und zwar haben wir jetzt eine Neuauflage des Flowshower-Buches, das ist das alte, haben wir jetzt wieder veröffentlicht. 2012, als ich das hier erstellt habe, da gab es bei Amazon noch nicht diese Print-on-Demand-Funktion. Allerdings dann nicht ganz so hübsch wie dieses hier. Das war wirklich sehr hübsch. Das Thema ist das Internet für die persönliche Weiterentwicklung nutzen. Und zwar beschäftige ich mich ja schon immer mit dieser Fragestellung, wie kann man als kreativer Mensch, der in dieser Netzwerkgesellschaft lebt und auf die es auch wesentlich ankommt, dass diese Gesellschaft sich weiterentwickelt, und gleichzeitig fallen aber zu viele der Kreativen halt hinten runter ökonomisch. Andere profitieren davon, von deren Input, von der Attraktivität, die sie halt in solche Städte wie zum Beispiel auch in Berlin einbringen. Also die Städte sind deshalb attraktiv, weil so viele Kreative hier leben und sich ausleben. Dann siedeln sich andere Unternehmen dort an. Damit steigen dann langsam die Preise und so weiter und so fort. Und am Schluss profitieren aus dieser kreativen Masse, aus dieser kreativen Stadt, aus diesen Impulsen entstehen Profite, die aber wiederum nicht zurückfließen an die Kreativen, die eigentlich dieses Profumo, diese Atmosphäre geschaffen haben. So, und damit habe ich mich schon lange immer wieder beschäftigt, in verschiedenen Dimensionen, in verschiedenen Facetten. Wie kann man denn überhaupt in dieser Netzwerkgesellschaft sich einbringen als einzelne Person, die zwar kreativ ist, aber nicht an diesen Schaltstellen der Macht, den herkömmlichen, sitzt. Darum dreht es sich in diesem Flowshower. Erstes Kapitel, und das werde ich jetzt hier mal zusammenfassen, geht darum, um diese Netzwerkgesellschaft. Was ist das überhaupt? Es geht darum, dass es einen sogenannten Space of Flows gibt, also einen Raum der Ströme. Und in diesem Raum der Ströme fließen die Informationen hin und her. Und es gibt unterschiedliche Systeme innerhalb dieser Netzwerkgesellschaft. Wir können das zum Beispiel an den Aktienmärkten, da gibt es halt einen sehr, sehr schnellen Datenfluss, schon seit vielen Jahren. Es gibt die Mediennetzwerke, es gibt jetzt die sozialen Netzwerke. Wenn wir uns das Space of Flows irgendwie mal vielleicht so visualisieren wollen, dann können wir uns das vorstellen wie so ein Haus, was verschiedene Ebenen hat, aber auch nicht so richtig homogen, also nicht so quadratisch praktisch gut, sondern sehr, es hält irgendwie gerade so zusammen, hat verschiedene Ebenen, und die Treppen und die Aufzüge verbinden aber nicht jede Ebene mit der anderen, sondern das ist sehr schwierig, da sich durchzunavigieren, um von einer Ebene bis zur nächsten zu kommen. Wenn wir also dann uns das vorstellen, wir haben dieses Haus und unten gehen wir rein, dann sind wir vielleicht in dem World Wide Web. Vielleicht ist es auch natürlich die unterste Ebene auch für viele schon Facebook irgendwie, und das World Wide Web ist schon die Ebene drüber, wo dann jeder seine eigene Domain aufsetzen kann. Das Wichtige ist halt dann zu schauen, überhaupt erstmal da reinzukommen, ne? Den Eingang zu finden, dass man sich überhaupt in diesem Haus, wo diese Daten irgendwie zusammenkommen und wo sie dann auch immer wieder in verschiedenen Anknüpfungspunkten miteinander auch kommunizieren, dass man selber da überhaupt erstmal Anschluss gewinnt. Deshalb ist halt irgendwie, ne, Breitbandanschluss, kennen wir alle die Diskussion, deshalb ist es so super wichtig. Also erstmal reinkommen, überhaupt verstehen, worum es geht, und da sich einbringen. Dann geht es darum, dass man sich selbst irgendwie da drin beteiligt, weil ansonsten wird man da wieder quasi mehr oder weniger rauskomplimentiert, und zwar, dass man sich als Netzwerkknoten da wiederum aufstellt. Ein Netzwerkknoten ist ein Punkt, an dem sich eine Kurve mit sich selbst schneidet. Das ist im Grunde der Netzwerkknoten. Das heißt, man ist irgendwie mit dem Netzwerk auf der einen Seite verbunden, greift die Informationen, die Daten auf, macht damit selbst irgendwas, reichert sie vielleicht an oder verbindet sie mit anderen Sachen, die man selber im Kopf hat oder die man im eigenen Haus hat oder was auch immer, und bringt das hier wieder rein in dieses Netzwerk, sodass andere davon profitieren können. Das ist so der Gedanke des Netzwerkknotens.
Und zu einem solchen muss man sich aufbauen, wenn man denn als Teil eines Netzwerkes überhaupt fungieren will. Das heißt, man muss irgendwie sich was überlegen, wie man dort Anschluss findet. Und das ist der Clou dabei. Und wenn man also Einfluss haben will auf bestimmte Netzwerke, und wie gesagt, es gibt ja verschiedene, dann muss man zusehen, dass man dort irgendwie die Schleife anreichert. Also so eine Schleife produziert, indem man dort etwas beiträgt und das wieder einspielt. Wenn man das schafft, da sogar an verschiedenen Netzwerken beteiligt zu sein, über verschiedene Knoten, dann wird man immer mächtiger. Dann bekommt man langsam eine Relevanz und kann eventuell Informationen aus dem eigenen Netzwerk in das andere Netzwerk hineintragen. Das ist der Clou des Space of Flows, des Raums der Ströme von Castells. Und wichtig ist aber jetzt irgendwie ein Space of Places auch zu haben. Also ein Raum der Orte, wo man wie in dieses Haus zum Beispiel auch hineingehen kann. Also das eine sind diese Netzwerke, ne, Space of Flows, die Daten, die die ganze Zeit rund um die Welt schwirren. Und das andere ist der Raum, der Ort, wo man konkret dort Zugang findet. Bevor es das Internet gab, waren diese Orte die Lounges, wo sich dann die Elite traf. Das war dann die First-Class-Geschichten. Also da diese Clubs, die es auch gibt. Also diese ganzen, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Orte, wo nicht jeder hin kann und wo man sich dann unter seinesgleichen trifft. Und dort werden dann Geschäfte gemacht. Diese Orte gibt es auch heute noch. Auch heute gibt es diese Lounges, auch heute gibt es die Luxushotels und so weiter. Und das Interessante und das, was gerne übersehen wird in dieser Diskussion um die ländlichen Regionen und dass man die attraktiv machen muss, es braucht gewisse Metropolregionen. Es braucht eine bestimmte Dichte an Menschen, damit sich dort kollaborativ überhaupt Neues entsteht. Kann, weil wir ja nicht nur aus uns selber halt arbeiten können, sondern wir brauchen die anderen, wir brauchen das Netzwerk, auch vor Ort. Und wir brauchen auch, um bestimmte Netzwerke vordringen zu können, brauchen wir halt auch diese Trittleiter, die uns dann auch dahin bringt oder die uns im Aufzug mal mit dem Schlüssel auch mitnimmt auf eine Ebene, wo wir normalerweise nie einen Zugang hätten. Und das ist der große Vorteil des Silicon Valleys gewesen und ist es bis heute, dass man bis heute zufälligerweise dort in einem Café treffend auf Investoren stoßen kann und dann irgendwie im Austausch von der Idee hört und dann kommt auf einmal der Mensch mit dem Geld, mit dem Kreativen zusammen und zack, passiert ist. Und das ist auch das, warum Berlin im Moment ja so attraktiv ist, weil es halt diese niedrigschwelligen Orte in der Zwischenzeit gibt, wo man sich zufälligerweise über den Weg laufen kann. Und das ist ungemein wichtig und ohne das funktioniert auch keine Innovation und Transformation. Wir müssen zusehen, dass wir es schaffen, diese Netzwerke zu schaffen, wo man sich wirklich physisch über den Weg läuft. Und zwar nicht nur irgendwie in einem Kaff mit 100 Einwohnern oder sage ich 10.000 oder 100.000, sondern wo viel mehr Menschen und ihre kollektive Intelligenz im Grunde zusammenbringen können. Und das ist ein Punkt, den ich ungemein wichtig finde. Und all das, von all dem handelt im Grunde Castells und ich hier in meiner kleinen Übersetzung mit im Flowshower. So, und dann ist die große Frage, wie kann man als Kreativer daran teilhaben? Dafür ist es halt wichtig, dass man versteht, dass man nur wahrgenommen wird als kreative Person, nicht weil man irgendwann mal was gemacht hat und dann vielleicht mit diesem irgendetwas von Raum zu Raum fährt, von Ort zu Ort und sich dadurch ein bisschen bewegt, sondern man wird nur als Kreativer wahrgenommen und als innovationsfähiger Geist, wenn man sich kontinuierlich anpassen kann an diese ständig verändernden Rahmenbedingungen. Also man verändert also nicht mehr sich, indem man Orte wechselt, und wie früher, dass man halt von Land zu Land gereist ist, um sich weiterzubilden, sondern eigentlich ist heute die Kunst ist im Grunde, sich anzupassen. Wie sie bei der Singularity University letztens auf dem Summit sagten, also diesen Anpassungsquotienten, den muss man erhöhen. Es geht nicht mehr um den Intelligenzquotienten primär, sondern den Anpassungsquotienten. Anpassung nicht im Sinne der Anpassung an den Mainstream, sondern sich an die Zeit anpassen, Sachen zu verlernen und wieder neue Sachen sich drauf zu schauen.
erschaffen. Das ist die Kunst und das muss man als Kreativer halt auch verstehen, dass man sich nicht irgendwie nur um seinen Genius und seinen lokalen Genius kümmert, sondern dass man im Grunde auch da mit der Zeit gehen muss, sich in die Netzwerke hineinbegeben muss und nicht nur seine eigene kleine Bubble da um die kleine Blase um sich selber rumbaut. Wenn man das begriffen hat, so diese Rahmenbedingungen, also Space of Flows, Space of Places, also der Raum der Ströme, der Raum der Orte, den Netzwerkknoten aufzubauen, sich selber als Netzwerkknoten und zwar möglichst an verschiedenen Orten sozusagen. Schließlich, dass man sich auch ständig anpassen muss an die Rahmenbedingungen und immer wieder sich neu, kreativ im Grunde neu erfinden muss. Wenn man das begriffen hat, dann kann man anfangen, sich selbst auch als relevanten Netzwerkknoten aufzubauen und dafür habe ich auch eine kleine Aufgabe hier gestellt. Das wäre das für den ersten Teil. Bis dahin, bye bye.